Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, in der letzten Folge haben wir den Boss hier getötet, den Altern. Und wie versprochen geht es jetzt heute auch in der Hauptstory weiter. Ich zeige die Stimme auf der Kare. Es wäre hier oben Geister der Vergangenheit, Jins Reise. Das ist die Hauptstory, geht es weiter. Wir haben soweit alles erledigt auf der Karte, genau, dann machen wir dann auch da weiter. Ich sehe jetzt hier nichts mehr aktuell, was offen wäre. Genau. Gut, Leute, wenn euch das ein bisschen gefällt, was ihr hier seht, lasst mir auf jeden Fall ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Genau, und ich denke mal, dass wir heute den zweiten Teil von der Karte hier abschließen können. Bin gespannt, wie lange die Folge geht, aber ich freue mich schon richtig drauf. Gut. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwo in der Nähe hinporten können. Am besten für den Fuchsbau. Weil hier ist auch ein bisschen was ausgegraut. Vielleicht können wir das noch ein bisschen aufdecken hier. Genau. Schnellreise hin. Dann machen wir das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Und ah, ich bin echt gespannt. So, kehre nach Omi zurück. Zu Omi? Oder nach Omi? Zu Omi. Nach Omi. Genau. 120 Schmiede. Und da müsste es dann auch die Rüstung von unserem Vater geben in der Questline hier. Sakais Rüstung. Wieder in Omi. Zu Hause. Ich reiche das Sakai-Anwesen. Wir schauen uns erst mal in die Häuser um. Du musst dir wirklich alles mitnehmen an Vorräte, was du finden kannst. Sonst hast du später wirklich Probleme, dass du deine Rüstung und so weiter aufrüsten kannst, weil die teilweise schon ganz schön viel an Materialien verlangt. Die Rüstung, was ich aktuell anhabe, die Grosokai oder wie die heißt, oder Gosakos Rüstung, die ist jetzt aktuell komplett aufgestuft. Also die ist voll. Die nächste wäre dann die Rüstung von seinem Vater. Deswegen haben wir so ein bisschen jetzt Materialien aufgehoben. Okay, scheint nichts zu sein. Hier können wir auch rein in das Haus rein, oder? Hier kommen wir rein. Wir gehen gleich hoch, Leute. Ich schaue mir hier nur noch kurz um. Kunai voll. Leinen. Hier ist noch ein Haus, da schauen wir noch rein und dann gehen wir auch da hoch. Scheint aber nichts zu sein. Okay. Okay, dann gehen wir hoch, würde ich sagen. Keine Spur von Mongolen. Oder ist wieder ein Hinterhalt irgendwie? Ich dachte, ihr wärt tot. Ich kam so schnell ich konnte.
Schön, dich zu sehen, Yoriko. Ihr seht müde aus. Habt ihr Hunger? Nicht jetzt. Vielen Dank. Die Armee des Khans muss vorbeigekommen sein. Hat es Ärger gegeben? Ein paar Banditen. Mit denen werde ich fertig. Ich komme wegen Vaters... meiner Rüstung. In Komoda wolltet ihr sie nicht tragen. Vieles ist seitdem anders. Sie ist sicher versteckt. Ja, schau, was ich damit jetzt wieder machen muss. Gib mir doch einfach mal die Rüstung, Mensch. Hier etwa. Okay. Diese alten Knochen. Taichi kann mir helfen, sie zu holen. Er ist auf dem Friedhof. Was macht er dort? Alles in Ordnung halten. Pflanzen für meine Gifte sammeln. Ungeziefer von unseren Vorräten fernhalten. Gut, dass du nicht allein bist. Was ist mit Fürst Shimura? Na, hier sind wir damals hochgegangen, wo wir unseren Vater beerdigt haben. Die Mongolen haben ihn in Komoda gefangen. Doch wir befreiten ihn. Oh, es haben mehr überlebt. Und sie helfen euch. Ein paar... Fürstin Masako. Gut. Sie kämpft an der Seite der Jungs, seit sie ein Dreikäse hoch war. Davon musst du mir eines Tages mehr erzählen. Aber es seid nur ihr beide. Noch ein paar. Sensei Ishikawa. Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Tut er noch immer so, als wüsste nur er, wie man alles richtig macht? Er hat nicht immer recht. Aber er schießt wie kein Zweiter. Da wird er euch zustimmen. Fürst Sakai, ihr seid zurück. Ich würde gern bleiben. Aber ich höre, ihr sorgt gut für Yoriko. Das habt ihr falsch verstanden, mein Herr. Taichi, helft mir mit der Sakai-Rüstung. Geht. Ich habe hier noch zu tun. Besuche das Grab deines Vaters. Das Unkraut ist nicht gejätet. Tut mir leid. Unser Herr fällt in die Hand. Die hat eine Grabstätte. Heiko verfassen. Okay. Über Vermächtnis sinnieren. Sein Grab nah, die Seele fern. Jetzt bin ich allein. Lege die Rüstung deines Vaters an. Schnell was probieren. Mal gucken, was jetzt hier wieder kommt. Ich glaube nicht, dass ich die Rüstung jetzt einfach so leicht anlegen kann.
die nicht rot? Die war doch rot, die Rüstung. Wir werden schauen, dass wir die gleich hochballern dann, auf jeden Fall. Jin, Hilfe! Junger Meister? Geht es dir gut? Ja, nur etwas schwindelig. Ihr saht gerade aus wie... Zeigt euch, Feigling! Geh ins Haus. Das ist ja keine Maske. Das ist ja keine Clan-Rüstung. Für den Anführer des Sakai-Clans, früher von Jins Vater Katsumasa Sakai getragen. Hey! Yuriko! Während du die Rüstung kriegst, wird die Herausforderungsserie um einen erhöht und... Okay, wir können also dann mehr Gegner töten. Das ist auch nicht schlecht. Fürst Sakai. Geht es dir gut? Ihr habt sie abgeschlachtet! Macht Yarikawa uns wieder Ärger? Die Yarikawa-Rebellion ist 20 Jahre her. Diese Männer gehörten zu den Mongolen. Natürlich. Euch so zu sehen. Ich bin noch erschüttert. Ich muss mich ausruhen. Am See. Bei deinem Lieblingsbaum. Ja. Kommt. Okay. Du sagtest vorhin, du hättest Gifte gebraut. Das schützt den Reis gegen Ungeziefer. Kannst du stärkere machen? Etwas, das Menschen tötet. So etwas verdient niemand. Kannst du es? Bei höherer Dosis ist die Wirkung scheußlich. Gut. Oh, mein Herr. Na, hier haben wir trainiert. Mit unserem Onkel. Genau. Setzt euch kurz zu mir. Machen wir doch. Aber Gift war niemals der Weg der Sakai. Kein Sakai kämpfte gegen das Mongolenreich. Ich brauche jede Waffe, die wir haben. Tsushima kann sich Zweifel nicht leisten. Die Mongolen haben euch verändert. Die Welt hat sich verändert. Meine Mutter lehrte mich die Pflanzen, die heilen. Jene, die schaden, sogar töten. Aber man muss sie verzehren. Wie wollt ihr die Mongolen vergiften? Mit Blasrohr und Pfeilen. So machte es einer der Genji-Krieger. Er lernte bei Mönchen aus dem Westen. Wirst du mir helfen? Versprecht mir, immer ein guter Mann zu bleiben. Oh. Versprochen. Ich sorge nun schon für euch, seit eure Mutter euch im Leib trug. Das tue ich weiterhin. Dann brauche ich noch etwas für ein Blasrohr. Früher gab es am anderen Seeufer eine Menge Schilf, wo der alte Fischer lebte. Wisst ihr noch? Ihr und euer kleiner Freund haben daraus kleine Boote gebastelt. Miyose und ich,
haben früher tagelang die Schlacht von Dano-Ura nachgespielt. Seid vorsichtig, Jin. Ich habe dort drüben nachts Feuer gesehen. Ich weiß nicht, wer das ist. Keine Sorge, ich bin bald mit Schiff zurück. Geht ruhig. Ich krieg das hin. Okay, Reise zum Haus des alten Fischers. Das wäre da vorne. Jetzt die durchschwimmen, oder was? Ich glaube, wir gehen hier außen rum. Und dann müssen wir jetzt auch unsere Rüstung da mal aufwerten. Ich habe ja noch einiges an Materialien. Ein bisschen was gesammelt. Ich habe natürlich das Schwert auch schon auf der höchsten Stufe. Also da ist wieder ein bisschen was draufgegangen, aber ich habe noch einiges an Material jetzt. Schau, was hier wieder für komische Gestalten rumlaufen werden. Ja, ist damit klar. Rico hatte recht. Die Hütte des alten Fischers wurde von Banditen übernommen. Ja! Ja! Okay, wir können kommen. Wir können schon viermal. Okay, sammle das Schiff. Mal schauen, wo das Schiff ist. Achso, okay, den haben wir schon mal gesehen. Für ein Schiff sein, oder? Konversation? Was? So. Jetzt, der hat noch gequatscht, deswegen. Perfekt für ein Glasrohr. Ich bringe die zu Yuriko. Dann können wir gerne das Geschenk einsammeln. Schön vorgeht, das ist immer gut. Allein auf der Welt. Yuriko? Oh, entschuldigt, junger Meister. Ich dachte gerade an Fürst Sakai. Das vermeide ich gern. Er liebt
liebte euch auf seine Weise. Doch jetzt genug davon. Ich habe ein Blasrohr und Pfeile. Alles, was fehlt, ist das Gift. Aber sicher, junger Meister. Kommt mit mir. Ich habe ein kleines Lager, wo ich Pflanzen und Kräuter für Salben sammle. Na los. Und Gift. Es tötet Ungeziefer in Sekunden. Es darf ruhig stark sein für die Invasoren. Ach, schaut so cool aus. Es ist schön, wieder mit euch zu reiten. Du und Fürst Shimura lehrtet mich das Reiten. Auf diesem winzigen Pony. Ihr saßt so stolz und aufrecht in eurem kleinen Sattel, als wäret ihr der Shogun persönlich. Der Shogun? Was ist so lustig? Mir ist eingefallen, wie ihr hier draußen fast euren Onkel getötet hättet. Was? Ihr wart 3 oder 4. Der arme Mann versuchte euch beizubringen, euer Holz Kodachi zu halten. Ihr wolltet Schmetterlinge jagen. Ich kenne die Geschichte. Onkel hatte wochenlang ein blaues Auge. Herr Shimura und euer Vater haben so gelacht, ich dachte schon, sie würden ersticken. Ich erinnere mich nicht an Vaters Lachen. Er verlor seinen Humor, als eure Mutter krank wurde. Doch ihr habt eures Vaters Lachen. Da sind wir. Okay, das ist Lager. Eine Gosamatte und ein Lagerfeuer. Du schläfst hier draußen. Nur wenn ich den ganzen Tag nach Pflanzen gesucht habe. Ich suche die Blumen, die wir brauchen. Ruh dich aus, Yuriko. Ich hole sie für dich. Okay. Das sind nicht die Samen, sie sind giftig. Ich bin kein Kind mehr, Yuriko. Noch diese für eure Mutter Blumen zu halten. Sie stellte sie immer in den kleinen Alkoven zu Hause. Das sollte reichen. Bringt sie zu mir, junger Meister. Deine Pflanzen. Gut. Wir holen die Samen heraus. Zerstoßen sie und tauchen die Nadeln in die Paste. Die Dosis muss stark sein. Sie dürfte ausreichend sein. Dann wird bestimmt gleich ausprobieren. Alles fertig. Sicher, dass er hier vorbeikam. Die alte Frau hat hier irgendwo ein Lager. Hört mal, da kommt jemand. Bleib hier, Yuriko. Mal sehen, ob dieses Gift wirkt. Er wird büßen, was er Sadamone und den anderen angetan hat. Lassor. Vielleicht eine viel zu giftige Pfeile. Ich will nur seinen Kopf. Und die zugehörige Bezahlung. Wie weit noch? Es ist hier irgendwo. Ich hab's gleich. Beeilt euch. Ich will ihn nicht verlieren. Okay, hat anscheinend gewirkt. Seid ihr verletzt, junger Meister? Ich doch nicht. Keine Sorge, Sie sind erledigt. Ich vergesse oft, dass ihr jetzt ein Mann seid. Das passiert mir manchmal auch. Gehen wir zum Anwesen zurück. Ich bleibe. Ich muss hier noch aufräumen. Mute dir nicht zu viel zu. Ach, ihr seid kein Kind
Und ich bin alt genug, um zurechtzukommen. Was für Gifte kannst du brauen? Immer so ungeduldig. Es gibt noch eins. Es bewirkt Verwirrung und Wut. Doch die Zutaten, welche waren das? Bitte, denk nach. Es klingt sehr nützlich. Geburtsrecht. Du bist ein braves Pferd, Kage. Geister der Vergangenheit. Okay. Welche Farbe war's? Rot? Blätter? Nein, Blütenblätter. Ah, eine Blume. Nein, okay. Die nicht. Oh, Mutter, ich wünschte, du wärst hier. Ich spreche nochmal gerne mit dir. Junger Meister, möchtet ihr etwas essen? Nein, danke, Yoriko. Ich brauche nur das Gift. Du wolltest dich an die Zutaten erinnern. Es waren Blumen. Ihr erinnert euch noch, oder? Ich habe sie auf eurem Familienfriedhof gepflanzt. Ich musste die Gräber abwaschen. Vater hat mich einmal voll Wasser vom See anschleppen lassen. Er wusste, es würde euch stark machen und euch Respekt vor euren Vorfahren lehren. Erinnert ihr euch nicht an die Blumen, Jin? Spinnenlilien. So ist es. Okay, Spinnenlilien. Die Stolzen sind nicht von Dauer. Reise mit Yuriko und ein Pferdchen. Lässt sich ein Öffnen bauen, von dem Ratten durchdrehen und einander zerfleischen. Ganz furchtbar. Der Zweck heiligt die Mittel. Mach es stark genug für die Menschen. Wenn ihr es für nötig haltet. Klar. Ich weiß genau, wo wir alles Nötige finden. Hier lang. Dieser Teil des Waldes. Geile Grafik. Hier bin ich als Kind gewesen. Nach dem Tod eurer Mutter. Ich wollte ihren Tod nicht wahrhaben. Also rannte ich weg und kam hierher. Eure Mutter ging hier gern lange spazieren. Ich suchte bis zum Abend. Ich rief immer wieder nach ihr. Doch sie war fort. Ich verirrte mich. Ihr wart 3 Tage lang verschwunden, dem Tode nah, als euch euer Vater endlich fand. Ich hatte ihn noch nie so wütend gesehen. Wütend auf sich selbst, da er euch nicht beschützt hatte. Ich habe euren Vater vor zahllosen Schlachten gesehen. Doch nie war er besorgter als in den schlaflosen Nächten, in denen er nach seinem einzigen Sohn suchte. Nicht mehr weit bis zum Friedhof. Was euer Vater wohl von dem Geist halten würde? Er wäre enttäuscht. Wie mein Onkel. Seid nicht so sicher. Sie stritten oft. Kazumasa fand euren Onkel zu unflexibel. Er verschloss sich vor Alternativen. Kazumasa hatte Fantasie. Fantasie? Mein Vater? Ihr ähnelt ihm mehr, als euch bewusst ist. Vorsicht! Sie entehren die Toten. Bleib hier. Hier bin ich! Oh, Alter. Machen die mehr Schaden? Ja, wird doch wahrscheinlich, wenn meine Rüstung nicht voll ist. Befreie den Friedhof von Mongolen. Also sind hier noch welche? Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Wie bitte? Und uns selbst. Das Gift ist nur für jetzt.
Wenn die Mongolen fort sind, brauche ich keins mehr. Schon, was ich dann da sammeln muss, damit ich das Gift oder ob das nur ob ich das herstellen lassen muss oder ob man das direkt sammeln kann. Habt ihr sie vertrieben? Klar. Ja, wir können ungestört Spinnenlilien suchen. Warum sollten wir hier suchen? Hast du sie hier nicht einst gepflanzt? Oh, nein, nicht hier. Es ist schon lange her. Sie sind auf einem anderen Friedhof, beim Familienzweig eurer Großtante. Nein. Es ist nicht weit. Hättest du mir gleich sagen können. Yuriko, weißt du noch, ich war 5 oder 6. Ich hatte einen Albtraum von diesem Wald. Ein Kampf. Das war kein Albtraum. Das habe ich nur gesagt, um euch zu beruhigen. Das war real? Da haben Männer geschrien. Unser Gefolge kehrte spät abends nach Hause zurück. Wir wurden von Ronin überfallen. Die Ronin waren wohl gefährlich. Die Samurai meines Vaters hatten Angst. Nicht vor den Ronin. Vor Kazumasa. Vor meinem Vater? Warum? Er und seine Samurai vertrieben die Ronin. Aber Kazumasa verfolgte sie zu Fuß. Man hörte ihre Schreie. Kurz vor Sonnenaufgang kehrte er zu uns zurück. Von oben bis unten voller Blut. Einige seiner Männer hielten ihr für einen Dämonen des Waldes. Erinnert ihr euch an diesen See? Wir haben hier oft meditiert. Wie ihr gezappelt habt. Ich sollte so tun, als wäre ich ein Stein. Dabei wollte ich nur schwimmen. Vom Ufer aus ist die Aussicht viel schöner. Kommt her, junger Meister. Meine Knochen brauchen eine Pause. Dieses Mal müsst ihr mich vom Zappeln abhalten. Ausruhen. Einige meiner schönsten Erinnerungen haben ihren Ursprung an diesem See. An ein herumzappelndes Kind? Eure Mutter und ich kamen hierher, als sie mit euch schwanger war. Wir sollten wieder weiter. Auch als erwachsener Mann schafft ihr es kaum, still zu sitzen. Wir können bald meditieren. Nach dem Krieg. Ja, junger Meister. Okay, Reise mit Yuriko. Weiter geht's.
Los jetzt, Kage! Schauen wir, wo die Reise hingeht. Ohne volle Wassereimer erscheint er viel näher. Wie konnten Sie nur... Sie mögen Stein zerstören, doch das Andenken an diese Krieger löschen Sie nicht aus. Bitte sammelt die Spinnenlilien. Ich kann nicht hinsehen. Ist auch schon wieder weg, oder? Klar. Meine Tante Matsu würde bei diesem Anblick Tränen vergießen. Die meisten dieser Krieger fielen in der Yarikawa-Rebellion. Sie haben Besseres verdient. Okay, Spinnlinien eingesammelt. Zu Yuriko. Das sind alle, die ich finden konnte. Sie reichen aus für das Gift. Doch unser Ausflug soll noch nicht enden. Der Shimura-Friedhof ist nicht weit. Mit Aussicht auf den Wasserfall reiten wir, mein Herr. Los. Ach, Kasumasa. Ich genieße unsere gemeinsamen Ausritte. Sagtest du Kasumasa? Wirklich? Ihr reitet mit der Anmut eures Vaters. Bist du oft mit meinem Vater ausgeritten? Fürst Sakai hat mich das Reiten gelehrt. Okay. Das ist so schön, wenn er... Vorsicht, dort sind Strohhüte. Wartet, ich mische euch das neue Gift. Wie wirkt das Gift? Es ist schrecklich. Ruft Wahnsinn hervor. Sie werden wie Bestien aufeinander losgehen. Gut, dann los. Schnell. Das Gift ist fertig. Nehmt es. Ich bleibe hier. Okay, müssen wir schauen, ob wir noch irgendwelche Pflanzen hier finden.
Eine hatten wir gleich gefunden, aber... Okay. Ich spreche mit Yuriko. Schauen wir mal gut. Ich dachte, wir wären diese Banditen los. Und die Pflanzen finden dann. Keine Banditen. Strohhüte. Veiosos Männer. Wie ist er nur vom Weg abgekommen? Das frage ich mich auch ständig. Nach all dem sorge ich mich um den Shimura-Friedhof, mein Herr. Kommt ihr mit mir nachsehen? Natürlich, Yuriko. Sehen wir nach. Okay. Questle machen wir natürlich noch fertig, Leute. Bist du müde, Yuriko? Nein, Fürst Sakai. Das ist der beste Tag seit unserem Nachmittag am Omi-See. Omi-See? Daran erinnere ich mich nicht. War ich mit dir dort? Es ist so lange her. Ihr habt es sicher vergessen. Shimura-Friedhof. Der Krieg hat diesen Ort verschont. Wisst ihr noch, junger Meister? Wir haben den Shimura-Kriegern hier unseren Respekt erwiesen und dann den ganzen Nachmittag Gedichte geschrieben. Ich erinnere mich, Yuriko. Schreiben wir jetzt eins. Haiku verfassen, oder? Okay. Über Vergänglichkeit sinnieren. Weise Worte, mein Herr. Die Stolzen sind nicht von Dauer. Die Größten von uns werden am Ende fallen. Wir sollten zurück nach Omi. Ich bleibe noch etwas. Ich werde nicht widersprechen. Gut. Ihr habt heute etwas gelernt. Kazumasa meinte immer, Fürst Shimura wäre zu sehr um diese Burg besorgt. Die stärkste Position auf der Insel. Für ihn bedeutete Stärke immer das Große, das Unumstößliche, wie ein Berg. Das war nicht dumm. Zweifel und Unentschlossenheit haben ganze Armeen zerstört.
Inmitten der Schlacht bleiben gute Anführer stets geerdet und standhaft. Betrachtet diesen Wasserfall. All diese massiven Felsen beugen sich dem Wasser. Die Stärke, die nötig ist, ist überall um uns. Ich möchte noch einen weiteren Ort. Boah. Wenn ihr bereit seid. Jetzt wissen wir noch, Mädchen. Okay, wir schauen mal. Fürst Sakai. Spiel mit Yuriko. Verzeiht mir. Der kalte Wind setzt mir sehr zu. Yuriko, du wirst krank. Ach, Unsinn. Ich bringe dich nach Akashima. Dort sind Heiler. Wir müssen einen besonderen Ort besuchen. Welchen? Es ist nicht weit. Danach, verspreche ich, komme ich mit zu euren Heilern. Gut. Aber wenn es dir schlechter geht, gehen wir direkt nach Akashima. Natürlich, mein Herr. Immer so streng. Irgendwas ist mit dir? Jetzt hast du eine Krankheit oder so? Kunst des Sehens. Reise mit Yuriko. Wo will die hin? Hier ist auf jeden Fall noch was. Okay, Leute, ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wenn ihr wieder reinschaut, auch in der nächsten Folge. Und ansonsten, jo, wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.